Wir freuen uns wirklich total, dass unser Projekt final ausgewählt wurden für die i2Connect Innovationsanalyse. Und wir hoffen uns auch einfach Anregungen, ja, wo wir noch besser werden können. Unser Projekt Final Förderung von Insekten in Agrarlandschaften ist ein großes bundesweites Projekt mit verschiedenen Projektträgern und verschiedenen Standorten. Hier im schönen Rottal in Niederbayern ist ein Gebiet davon, in dem wir in einem sogenannten Landschaftslabor insektenfördernde Maßnahmen umsetzen wollen. Ein weiterer Standort ist in Niedersachsen im Elm und in Brandenburg im havelländischen Luch. Insektenförderung ist ja in aller Munde, ist auch auf politischer Ebene ein sehr wichtiges Thema. Und Landwirte werden hier oftmals in eine gewisse Schuldecke gedrängt. Um hier aussagekräftige Zahlen zu eruieren und um auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wurde dieses Projekt auch ins Leben gerufen. Meine Motivation, am Projekt Final teilzunehmen, ist, die Landwirtschaft in Bayern mit der Bevölkerung zusammenzubringen und das Image der Landwirtschaft zu verbessern und auch darzustellen, wie wir Insektenschutz und Landbewirtschaftung zusammenbringen können. Das ganz Besondere am Final-Projekt ist, dass wir Landschaftslabore haben. Das sind 3x3 Kilometer Landschaftsausschnitte, in denen tatsächlich Maßnahmen umgesetzt werden, um dadurch die Insekten dort zu fördern. Wir haben zu den Laboren auch immer einen Referenzraum, der ist auch 3x3 Kilometer. Der hat auch eine ganz wichtige Rolle, weil den brauchen wir unbedingt, um einen Vergleich zu machen und auch zu schauen, ob unsere Maßnahmen im Labor dann einen Erfolg zusätzlich erbringen. Meine Rolle im Projekt Final ist, als Landwirt Maßnahmen gemeinsam mit den Wissenschaftlern zu planen und durchzuführen und anschließend ein Feedback für andere Landwirte zu geben. Also im Finalprojekt mache ich zum Beispiel, wie man hier sieht, einen Wickrockenanbau in Streifen. Zum einen für die Insekten mit Beikräuteruntersaat, sage ich jetzt mal, und zum anderen als Erosionsschutz. Eine Besonderheit vom Finalprojekt ist dieser Co-Design-Prozess, wo wir also mit den Landwirten in diesem Landschaftslabor die Maßnahmen entwickeln, uns überlegen, wie kann ein Landwirt was umsetzen, was braucht er dafür, was sind vielleicht Hindernisse, die wir auch aus dem Weg räumen müssen und was zu machen, was der Landwirt auch so vertreten kann. Unter anderem gibt es da so Workshops, wo man sich dann austauscht, sowohl mit der Seite der Wissenschaftler als auch mit anderen Landwirten, die am Finalprojekt teilnehmen. Und dann kommt man wieder auf ganz andere Gedanken, was man eigentlich noch ausprobieren möchte oder kann mit der Unterstützung. Egal, ob das dann Lupinenanbau wäre noch in der nächsten Zukunft bei mir oder eben dieser Wickrocken. Bezüglich der Maßnahmen haben Landwirte in unserem Landschaftslabor 15 verschiedene Maßnahmen bis dato umgesetzt auf 181 Hektar von diesen 900 Hektar im Landschaftslabor. Neben Maßnahmen wie zum Beispiel Blühflächen, Hecken sind natürlich die produktionsintegrierten Maßnahmen bei den Landwirten auch sehr beliebt, sprich insektenfördernde Zwischenfrüchte und auch hier verschiedene Varianten auszuprobieren, aber auch solche Sachen wie Mais-Bohnen-Gemenge anbauen, Leguminosen anbauen, die Fruchtfolge erweitern, was ein großes Thema ist, weil unser Gebiet sehr stark eben von einer Kultur, dem Mais, geprägt ist, der in Sachen Erosion Probleme macht und Landwirte hier von mehreren Seiten gefordert sind, sich Gedanken zu machen über Erosion, über Biodiversität, über Insektenförderung. Bezüglich des Monitorings können wir noch keine Aussagen treffen, weil die Baseline eigentlich erst 2021 bzw. 2022 gezogen wird und man deswegen eigentlich noch keine wissenschaftlich fundierten Zahlen präsentieren kann. Das Projekt Final hat begeistert mit seiner Breite an Ansätzen. Sie haben
eine große Wissenschaftlergemeinschaft im Hintergrund plus den aktiven Landwirten vor Ort, die mit Herzblut in dem Projekt aktiv sind. Sie haben das Projekt aber auf einen längeren Zeitraum angelegt und so wie Wissenschaft oft ist, will sie erst gute Ergebnisse, bevor sie in die Präsentation geht. Für das Projekt wäre es unheimlich schön, wenn man vor Ort auf dieser Fläche des Landschaftslabors viel stärker noch mal in die Kommunikation mit örtlichen Landwirten, mit Bevölkerung gehen würde, um klar zu machen, was alles möglich ist, um Insektenfauna zu stärken. Also das Projekt Final ist wirklich interessant. Das zeigt uns auch wieder, dass die Landwirte und Landwirtinnen in Bayern sehr interessiert sind an innovativen Ansätzen und Lösungsansätzen auch, die sowohl den Betrieb betreffen als auch gesellschaftliche Herausforderungen. Gleichzeitig sieht man aber auch an diesem Projekt, welche Hemmnisse uns auch in einer gewissen Hinsicht bremsen und wir hier innovative Ansätze gar nicht so schnell auf den Markt bringen können, wie sie eigentlich gebraucht werden. In the projects like Final, I see the potential for building the capacity of farmers and improving their knowledge, and so they become the leaders of innovation in their regions. Die Evaluation von den Kollegen war sehr spannend, es hat viele neue Sachen ergeben. Es waren jetzt aber auch sehr viele Sachen dabei, über die wir uns auch schon Gedanken gemacht haben und die uns jetzt darin bestärken, auch Sachen weiterzumachen, die hier auch nochmal schwarz auf weiß fixiert worden sind und mit denen man auch weiterarbeiten kann.